Hallo zusammen und willkommen. Was genau diesem Mann widerfahren ist, erfährst du am Ende dieses Beitrages. Du wirst es wahrscheinlich erst dann glauben, wenn du weißt, was Knoblauch alles bewirken kann. Hier erfährst du nun zunächst, was auch in deinem Körper geschieht, wenn du Knoblauch isst. Knoblauch kennen wir als markantes Gewürz in deftigen Gerichten. Doch als Heilpflanze wirkt er wahre Wunder. Was Knoblauch alles bewirkt, stellen wir dir im heutigen Video vor. Los geht's! Aber zuerst einmal ein paar allgemeine Informationen, dann mehr zu den bemerkenswerten Eigenschaften für deine Gesundheit. Knoblauch gehört zu den Lauchgewächsen und besitzt viele herausragende Eigenschaften. 1989 wurde Knoblauch als Arzneipflanze des Jahres gewählt. Doch dieses außergewöhnliche Gewächs bereichert bereits seit Jahrtausenden die Ernährung der Menschen. Über viele Jahrhunderte hinweg hat sich der Knoblauch für den Einsatz gegen viele unterschiedliche Krankheiten bewährt. In Ägypten hatte Knoblauch einen so hohen Stellenwert, dass er sogar eine Grabbeigabe für den Pharao war. In der traditionellen chinesischen Medizin werden Lebensmittel, Temperaturen und Eigenschaften zugeordnet. Knoblauch zählt zu den wärmenden Lebensmitteln und wird mit dem Schaf zugeordnet. Es wärmt den Körper, öffnet die Poren und fördert das Schwitzen. Daher sollte bei Fieber kein Knoblauch gegessen werden, um das Fieber nicht noch weiter anzuheizen. Viele Mythen und Geschichten aus den unterschiedlichsten Ländern ranken sich um diese Pflanze. Beispielsweise kannst du nach alten transsilvanischen Legenden mit Hilfe von Knoblauch Vampire vom Hals halten. Das klingt vielleicht nach Gruselgeschichten, aber es ist viel Wahres daran, denn manche Viren, schädliche Bakterien und Parasiten halten deutlich Abstand von Knoblauch. Mit dem regelmäßigen Verzehr lassen sich daher viele Krankheiten vermeiden. Dabei ist dies nicht nur durch seinen auffälligen Geruch begründet. Bei regelmäßigem Verzehr profitierst du von zahlreichen gesundheitlichen Vorteilen der besonderen Inhaltsstoffe. Schon lange in der Geschichte des Menschen wird Knoblauch gegen Bisswunden und Stiche von Insekten angewendet. Bemerkenswert ist, dass Knoblauch unterschiedliche Vergiftungserscheinungen verringert. Dazu zählen zum Beispiel Quecksilbervergiftung, Bisse von Giftschlangen, Gift von Skorpionen und Pilzvergiftung. Wegen der entgiftenden Eigenschaft unterstützt Knoblauch die Leber, schützt sie und hilft ebenfalls bei der Erholung des Körpers nach Alkoholkonsum. Ursprünglich war Knoblauch zwischen Zentralasien und dem Iran verbreitet. Heute wird er nahezu weltweit angebaut. Er wächst auch problemlos hier in Deutschland, da er winterhart ist. Wenn du möchtest, pflanze ihn in deinen Garten oder in deinen Blumentopf. Dafür nimmst du bestenfalls Knoblauch aus regionalem, biologischem Anbau, der bereits an das Klima gewöhnt ist. Entweder im Frühling oder im Herbst ist die beste Pflanzzeit. Nimm dazu eine Knoblauchzehe mit der Spitze nach oben zeigend und stecke sie 4 cm tief in den Boden. Anschließend nur noch ein bisschen angießen. Im Garten schützt Knoblauch sogar durch seinen markanten Geruch andere Gemüsearten vor Fressfeinden. Schädliche Insekten wie beispielsweise Blattläuse können mit dem Sud aus Knoblauch vertrieben werden. Vor allem im Mittelmeerraum ist Knoblauch eine wichtige Zutat in vielen Gerichten. Der Geruch von Knoblauch stört in diesen Ländern niemanden. Er ist dort nicht unangenehm und dem Geruch von Knoblauch wird kaum Interesse beigemessen. Es wäre schade, wenn du nur wegen des Geruchs auf die vielen Vorteile von Knoblauch verzichtest. Stört dich dennoch sein Geruch, dann gebe zu deinen Gerichten viel Blattgemüse wie zum Beispiel Salate. Weitere Gemüse wie Paprika und Tomaten erzielen die besten Effekte gegen den Geruch von Knoblauch, wenn sie roh gegessen werden. Im Mittelalter wurde Knoblauch bei Hautausschlägen und Haarausfall angewendet. Er diente später sogar als Mittel gegen die Pest. Bei den Römern fand er Anwendung bei Fußpilz für die Magen- und Darmgesundheit und gegen Parasiten. Lange bekannt ist das Einsatzgebiet von Knoblauch bei Bandwürmern, Spulwürmern und Madenwürmern. Knoblauch wirkt gut gegen Harnwegsinfekte und sogar eine potenzfördernde Wirkung wurde ihm damals schon und wird ihm auch heute noch nachgesagt. Wir kennen Knoblauch heute als Mittel gegen Erkältungen. Sehr effektiv wirkt Knoblauch bei Infektionen und Erkrankungen der Atemwege. Hauptsächlich die ätherischen Öle wirken gegen Entzündungen der oberen Luftwege. Die Ausdünstungen aus der Lunge helfen bei vielen unterschiedlichen Atemwegsbeschwerden, wie zum Beispiel die durch die Grippe verursacht werden, bei Bronchitis und Influenza. Knoblauch wirkt zudem unterstützend bei Keuchhusten und Bronchialasthma. Doch Knoblauch kann noch sehr viel mehr, was heutzutage durch wissenschaftliche Untersuchungen und Versuche bestätigt ist. Wie durchdringend Knoblauch im Körper wirkt, zeigt die Tatsache, dass auch Ausdünstungen über die Haut abgegeben werden. Kommen wir nun zu den Inhaltsstoffen von Knoblauch. Enthalten sind die Vitamine A, B1, B6 und Vitamin C, der Mineralstoff Kalium und Selen als Spurenelement. Doch die fantastische Heilkraft stammt mehr aus den sekundären Pflanzenstoffen.
Die sekundären Pflanzenstoffe sind unter anderem Sulfide, also schwefelhaltige Verbindungen und schwefelfreie Stoffe. Alinase ist ein Enzym, Allylin eine schwefelhaltige Aminosäure. Alinase und Allylin sind in der Knoblauchzehe getrennt voneinander. Kommen sie zusammen, dann ergeben sie erst nach mehreren chemischen Prozessen das Allicin. Diese Schwefelverbindung kommt erst zustande, wenn die Knoblauchzehe beschädigt wird und so die Zellwände aufreißen. Allicin gibt das einzige Aroma, den besonderen Geruch und erzeugt den scharfen Geschmack. Allicin ist eine chemische Substanz mit herausragender Wirkung. Die Knoblauchzehe schützt sich selbst hiermit vor Parasiten und Fressfeinden. Basis dafür ist das eigene antibiotische Abwehrsystem. Womit sich der Knoblauch selbst schützt, damit unterstützt er auch unsere Gesundheit. Knoblauch wirkt nämlich antimikrobiell und entzündungshemmend. Für Kleinstlebewesen wie Bakterien und Viren sind diese Schwefelverbindungen gefährlich. Ebenso wie für Pilzinfektionen wie zum Beispiel Candida. Schimmelpilze und Hefepilze werden mit dem Knoblauch ebenso effektiv bekämpft. Auch bei der Behandlung von Hautpilz kann Knoblauch dazu beitragen, den Pilz zu vernichten. Bei Grippeepidemien kann Knoblauch vorbeugend eingesetzt werden, damit sich Viren im Körper gar nicht erst vermehren. Allerdings kann Knoblauch eine bereits angebrochene Infektion nicht mehr eindämmen. Doch sogar Herpesviren werden durch Knoblauch abgeschwächt. Entzündungen in der Mundschleimhaut und Parodontitis werden durch den Verzehr von Knoblauch bekämpft. In unserem Körper wirken die Inhaltsstoffe gegen unterschiedliche Mikroben und Krankheitserreger. Ein großer Vorteil dabei ist, dass die eigenen Körperzellen nicht negativ beeinflusst werden, denn diese Substanzen des Knoblauchs bauen sich sehr schnell wieder ab. Erst bei regelmäßiger Einnahme entfalten sich wirklich viele positive Effekte. Das Mikrobiom im Darm besteht aus vielen Bakterienstämmen, die nützlich sind und unsere Verdauung erst ermöglichen. Im Darm wirkt Knoblauch desinfizierend, aber ohne dass unser wichtiges Mikrobiom Schaden nimmt. Für uns wichtige Bakterienstämme bleiben verschont. Die im Knoblauch enthaltenen Stoffe Allicin und Gardizin wirken wie natürliche Antibiotika und reichen sogar fast an die Wirkung von Penicillin heran. Sie besitzen eine keimtötende Wirkung für eingedrungene Krankheitserreger, schonen dabei aber unsere gesunde Darmflora. Im Gegensatz zu pharmazeutischen Antibiotika haben die natürlichen Inhaltsstoffe des Knoblauchs keine solchen drastischen Nebenwirkungen. Der Verzehr von Knoblauch wirkt sich auch positiv auf das Immunsystem aus und stärkt somit unsere Abwehrkräfte. Der Körper ist sehr komplex aufgebaut und es finden viele Prozesse statt. Um eine Krankheit zu heilen, gibt es daher viele mögliche Ansatzpunkte, die Gesundheit im Allgemeinen zu verbessern. Mit dem regelmäßigen Verzehr von Knoblauch werden die Bedingungen für Krankheiten auf verschiedenen Ebenen deutlich erschwert. Knoblauch hat eine durchaus positive Wirkung auf Blut und Blutgefäße. Der Verzehr von Knoblauch senkt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Das wird darauf zurückgeführt, dass sich wohl die Blutfettwerte verbessern, weil das schlechte LDL-Cholesterin gesenkt wird. Des Weiteren behalten Blutgefäße länger ihre Spannkraft und die Gefäße altern langsamer. Da Knoblauch blutverdünnende Eigenschaften besitzt, verbessert sich die Fließeigenschaft vom Blut. Durch den Inhaltsstoff Ajoen, eine Schwefelverbindung, wird der Gerinnungsfaktor Fibrin abgebaut. Knoblauch wirkt präventiv gegen Blutgerinnsel und Thrombosen. Zudem werden die Gefäße erweitert und dadurch sinkt der Blutdruck. Die Blutversorgung des Körpers, der gesamten Organe, wird verbessert. Dazu kommt, dass das Herz weniger stark arbeiten muss, um dieselbe Pumpleistung zu erbringen. Außerdem wirkt diese Auswirkung auf Blut und Blutgefäße möglicherweise aufgrund der durchblutungsfördernden Eigenschaften vielen altersbedingten Erkrankungen entgegen. Das sind zum Beispiel mögliche Augenleiden wie der graue Star oder der grüne Star. Sogar die Entstehung von Demenz und Alzheimer könnte durch den regelmäßigen Verzehr von Knoblauch gehemmt werden. Die Pflanze ist also ein wirklicher Alleskönner und Lebensretter. Was Knoblauch alles noch bewirken kann. Knoblauch wirkt gegen freie Radikale und schützt die körpereigenen Zellen. Es wirkt gegen die Alterung von Zellen und ist somit ein natürliches Anti-Aging-Mittel, weil es die Alterung grundsätzlich verlangsamt. Knoblauch hilft also bei der Regeneration unseres Körpers und erschafft noch mehr als das. Der Mann, von dem im Titel die Rede ist, litt unter Lungenkrebs. Er aß täglich mehrere Knollen Knoblauch. Nach seinen Angaben war dies der Grund, warum er diese tödliche Erkrankung besiegen konnte. Eine Studie, die sich auf den Verzehr von rohem Knoblauch konzentrierte, bestätigte seine Aussage. Knoblauch senkt das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, um 44%.
Sogar Raucher, die es noch nicht schaffen aufzuhören, können ihr Risiko an Lungenkrebs zu erkranken um 30% senken, wenn sie wenigstens zweimal pro Woche Knoblauch essen. Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass Knoblauch ganz besondere Fähigkeiten besitzt. Das Allicin tötet Krebszellen ab, denn es kann entartete Zellen zerstören. Verschiedene Krebsarten werden durch den Verzehr von Knoblauch aktiv bekämpft. Knoblauch geht unter anderem gegen das Wachstum von Krebs in Darm, Magen, Leber, Bauchspeicheldrüse, aber auch gegen Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs und gegen weitere Krebsarten vor. Knoblauch hemmt dabei die Bildung neuer Krebszellen und kann Krebszellen im Anfangsstadium sogar vernichten. Dies geschieht, indem er den Zelltod dieser entarteten Zellen herbeiführt. Die Ausweitung von Tumoren wird eingedämmt und möglicherweise sogar verhindert. Die krebshemmende Eigenschaft von Knoblauch ist mittlerweile von mehreren Studien belegt worden. Es lohnt sich also, Knoblauch als Heilpflanze auf dem Speiseplan stehen zu haben. Es sind nicht sämtliche Inhaltsstoffe und ihre genauen Wirkungen eindeutig nachgewiesen. Die Knoblauchzehe wirkt im Ganzen mit allen Inhaltsstoffen immer besser als Pulver oder Auszüge eines einzelnen Inhaltsstoffs. Außerdem wirkt sich Knoblauch grundsätzlich positiv auf die Gesundheit aus. Hauptsächlich präventiv eingesetzt, verhindert Knoblauch möglicherweise schwere Krankheiten wie Infektionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Da Knoblauch auch anderen Krankheiten, Viren und Parasiten entgegenwirkt, entlastet er den Körper. Regelmäßiger Konsum ist daher sehr vorteilhaft für den ganzen Körper. Das breite Wirkspektrum fördert die Gesundheit. Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Körper darf mitreden. Hegst du eine große Abneigung gegen Knoblauch, ist dieses vielleicht begründet. Meist ist diese jedoch anerzogen. Bei blutgerinnungshemmenden Medikamenten sollte Knoblauch ebenfalls mit Vorsicht genossen werden. Knoblauch, der bereits keimt, hat dadurch noch mehr Inhaltsstoffe und wirkt noch gesünder. Die hellgrünen Sprossen bilden bereits Chlorophyll. Außerdem steigert die Keimung das antioxidative Potenzial des Knoblauchs. Die entzündungshemmenden Eigenschaften nehmen zu und es wirkt noch immunstärker. Die Verdauung von Lebensmitteln und das Verstoffwechseln der Inhaltsstoffe benötigt eine gewisse Zeit. Wer erst Knoblauch einnimmt, wenn er bereits krank ist, verpasst im Vorfeld viele gesundheitsfördernde Wirkungen. Vielleicht wäre die Krankheit gar nicht erst ausgebrochen. Es lohnt sich, Knoblauch also grundsätzlich in den Speiseplan zu integrieren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.